Okidoki, herzlich willkommen zurück und jetzt habe ich natürlich vergessen, das Ding umzubinden. Egal. Kann ich noch nach der Aufnahme machen. Wir wollten erstmal hier in unsere Liste gucken. Mesekons und Mese für Laternen. Ja, das, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt realisieren können. Sinnvoll, gescheit. So, Hütte im Japan-Stil. Also im Japan-Stil können wir machen. Bahnstrecke in die neue Dorfsiedlung haben wir. Das ist schon mal erledigt. Küche haben wir auch. Teppich. Haben wir schon einen Herd? Doch, einen Herd haben wir. Teppich haben wir auch. Lichtschaltung Hotel, das müssen wir noch machen. Empfang Hotel müssen wir auch noch machen. Zink im Minenschacht haben wir. Okay. Dann haben wir gar nicht mehr so viel auf der Liste. Da brauche ich bald mal neue Sachen, die wir machen können. Ja. Also siehst du, weil ich hier gerade sehe, erzähle nichts. Ich habe übrigens mal ein bisschen mein Creative Server überarbeitet quasi. Und zwar, wobei das müsste eigentlich eher hier stehen, habe ich es mittlerweile so, dass die Mods, die ich speziell für den Creative Server habe, also sowas wie Mesekon, Plant Life, nicht lustig. Die ganzen Mods hier halt. Die laufen jetzt nicht mehr. Ich habe das früher so gemacht. Ich hatte mir die ganzen Archive runtergeladen und dann quasi einfach entpackt. Und jetzt habe ich aber so gemacht. Weil manche Mods da tatsächlich noch sehr aktiv entwickelt, weiterentwickelt werden, so wie zum Beispiel Plant Life und so, habe ich jetzt irgendwie so ein kleines Skript erstellt. Warum nicht Leafpad? Danke. So ein kleines Skript erstellt, womit ich quasi hier die ganzen Dinger direkt von Git zwar, also auch runterlade, aber halt nicht als ZIP-Archiv, sondern quasi direkt als Clone. Das hat den Vorteil, dass ich hier so ein Update-Skript habe. Das heißt, warum schon wieder nicht Leafpad mit drin? Hä? Mache ich hier gerade irgendwas falsch? Eigenschaften. Leafpad. Okay. Ich brauche quasi einfach nur dieses Skript hier ausführen und schon werden alle diese Mods immer geupdatet. Das heißt, die ganzen Mods, die extra speziell für diesen Server sind, sind quasi eigentlich immer komplett up to date, weil ich die relativ simpel mit diesem einen Skript quasi immer updaten kann. Das ist schon relativ geil. Das heißt, gerade jetzt eben, so wie halt letztens, da hatten wir diese Dwarva-Mod, die ich upgedatet habe. Das muss ich jetzt bei den ganzen Mods hier nicht mehr machen, sondern kann, wie gesagt, einmal das Skript laufen lassen, mache ich dann meistens nach einem Backup. Und dann haben wir hier halt gerade so diese ganzen Technics-Mods, wo sich das, glaube ich, noch ein bisschen was ändert. Auf jeden Fall hier, wie gesagt, auch Plant Life und so. Immer schön richtig frisch aktuelle Version. Wie gesagt, die Technik-Mods wird auch noch ab und zu weiterentwickelt, aber vor allen Dingen halt auch hier sowas wie Mesekon-Mod. Übrigens ist mir auch noch bei Moormesekons aufgefallen, da gibt es Kisten bei Moormesekons, die auf Mesesignale reagieren, beziehungsweise, nein, andersrum, die Kisten reagieren nicht auf Mesekonsignale, sondern sie senden selbst welche aus, wenn sie geöffnet werden. Finde ich ganz geil. Damit kann man so schöne, Fallen kann man damit jetzt nicht wirklich bauen, weil Fallen würde ja bedeuten, ne, die Kisten haben eine etwas andere Farbe, die sind gelb, das heißt, man sieht, dass es eine besondere Kiste ist, aber trotzdem könnte man damit auch Fallen bauen, ne? Neugierige Typen würden die vielleicht trotzdem öffnen, aber auf jeden Fall kann man damit halt sehr schöne Automatisierungssachen machen, zum Beispiel, dass man zum Beispiel sowas baut, ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, wie teuer die sind, wir gucken einfach mal ganz kurz. Die Dinger hier. Ach, siehst du, gerade mal eine Kiste und zwei so Dinger. Baue ich einfach mal so eine.
Komm, so teuer ist es nicht. Ganz ehrlich, wir haben so viel davon. Da ist mir wirklich schade drum. Gut, mit der abgeschlossenen Kiste macht es keinen Sinn, weil die könnte kein anderer öffnen. Die können sowieso nur wir öffnen. Aber egal, trotzdem kann man damit interessante Sachen machen. Ja, das hat jetzt voll funktioniert. So, dankeschön. So. Das heißt, wenn wir jetzt diese Kiste irgendwo hinstellen, da so hin. Und dann jetzt hier hinten so Kabel rankabeln, dann. Okay, hat man doch. Man sieht, das Problem ist, wenn das Menü aufgerufen wird, wird der Screen dunkler, deswegen sieht man das nicht so gut. Aber solange wie die Kiste auf ist, ist das Ding quasi aktiv. Und wenn man die Kiste schließt, wird das Ding inaktiv, also wieder auf Null. Das heißt, man kann quasi eine Schaltung bauen, die genau diesen in der Technik würde man sagen, Pull-Up erkennt, also quasi das Wechsel von High zu Low, und damit dann zum Beispiel eine Automatisierung macht, dass wenn man die Kiste quasi öffnet, man die Sachen reinmacht und dann die Kiste schließt, dass in dem Moment die Kiste dann automatisiert geleert wird oder sortiert wird oder alles verbrannt wird, keine Ahnung, irgendwas halt. Jetzt sehe ich gerade, die hat aber gar keine Pipe-Anschlüsse. Funktioniert denn überhaupt mit Pipes? That's a good question. Auf jeden Fall, was ich halt persönlich ein bisschen schade finde, ist, sie interagiert leider nicht. Das heißt, wenn sie manuell selber ein Signal bekommt, geht sie davon nicht selber auf. Ich meine, gut, macht auch technisch gesehen kaum Sinn. Ich meine, nicht wirklich, nee. Aber wäre trotzdem witzig. Schwarz könnte man. Achso, ich soll genau. Kann ich ja mal ganz kurz zeigen. Ja. Kiste macht einfach gar nichts. Jetzt ist natürlich die Sache, können wir überlegen, ob man damit was Schönes bauen kann. Mir persönlich fällt jetzt nicht allzu viel ein, was man damit bauen könnte. Ich meine, wir könnten das tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, wir könnten das tatsächlich benutzen hinten fürs Lager, weil da haben wir so eine Kisten. Und dass man quasi damit mit den Kisten dann automatisch dieses. Ne, da haben wir diese Technik, die quasi immer an- und ausgeht, womit diese Injektoren arbeiten. Dass quasi mit dem Öffnen oder mit dem Schließen der Kiste dieser Kreislauf automatisch in Gang gesetzt wird quasi. Aber wie gesagt, an die Kiste kann man keine Pipe anschließen. Das heißt, das macht dann mit dem Injektor auch überhaupt keinen Sinn, weil wir an die Sachen gar nicht rankommen, die da drin sind, oder? Was sind denn unsere ganzen Injektoren? Wir hatten doch noch zwei Injektoren übrig. Ach hier. So, muss ich mal ganz kurz gucken. Haben wir noch? Genau, so ein Blinkgelämmchen haben wir noch. Sehr schön. Halt, Pipe. Du kommst mal mit. Testen wir mal ein bisschen rum. Also ich stelle jetzt einfach mal hier eine Kiste hin. Das symbolisiert quasi dann unser komisches Gedüngs. Ja, man kann hier gar keine Kiste. Nee. Man kann hier gar kein Rohr anbringen. Okay, das ist natürlich nicht so geil. Die Frage ist, würde das Ding eigentlich auch von der Seite funktionieren? Ja, funktioniert auch von der Seite. Okay. Wir probieren es einfach mal trotzdem. Ne, macht gar nichts. Ja gut, dann funktioniert das. Okay, das ist natürlich ein bisschen blöd. Dann haben wir quasi eine Kiste, die auf Metalcon-Signale reagiert, mit der man aber überhaupt nichts machen kann. Da kann man die ja wirklich nur für Fallen benutzen, dass, weiß nicht, irgendwas aufgeht, sobald man diese Kiste öffnet und man dann irgendwo reinfällt oder so ein Scheiß. Aber technisch gesehen kann man da nicht viel mehr mitmachen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Jetzt muss man ganz kurz gucken. Erzeugen eigentlich normale Kisten ein Signal? Nee, verbindet nicht mal. Ja gut. Also da fehlt irgendwie noch ein bisschen was.
ist natürlich jetzt. Was bist du denn bitte? Achso. Na gut, dann kann man damit halt nichts Sinnvolles machen. Schade eigentlich. Ein bisschen blöd. Ein bisschen sehr blöd. So, das hier ist unser neues Dingsterbumster, wo alles, nein, hier, wo alles das drin ist, was niemand wieder sehen darf, weil das Unglück, Unfälle waren. Haben wir hier noch mehr Unfälle? Wie zum Beispiel das gesamte Papier hier? Wobei das ganze Papier würde ich tatsächlich sogar. Achso, das ist Kunststoff. Das ganze Papier würde ich tatsächlich sogar in unseren Schreibtisch. Haben wir hier ein. Ja, doch, genau, hier haben wir ein Fach. Ne, weil hier passt thematisch ein bisschen zu, ne, so Schreibtisch und Papier. Ich meine, das sind vier Stacks. Und wir brauchen niemals 400 Blätter. Für was? Papier. Kann man damit irgendwas machen? Erstmal direkt falsch geschrieben, danke dafür. Andersrum, so. Damit kann man die Map machen. Ausstellungsdingsverbund, Lautsprechermembran. Was ist das denn? Handschleifmaschine. Okay. Man kann Kartons bauen. Das ist ja süß. Okay, guck mal. Haben wir so ein Ding? Oh mein Gott. Warum sagt das denn keiner? Oh mein Gott. Was ist genau hier unten? Danke. Danke. So. Was? Ist doch. Ah, nee, oh, scheiße. Ist Kunststoff. Papier, da. So, ich höre jetzt irgendwie Monster irgendwo rumfluchen. Was ist denn hier los? Was ist denn hier Monster, bitte? Na gut, unter unserem Haus sind ein paar Höhlen. Von daher kann er durchaus ein bisschen was spawnen. Das fand ich so schön, aber okay. Halt. So. Yay. So, was hatte ich gerade gesehen? Ich hatte doch noch irgendwas anderes gerade hier. Irgendwie was mit Papier oder so. Küche. Lol. Würde das die Thematik vorhin packen? Doch, hier kann man das so gegenklatschen. Was wir gerade schon wieder alles entdecken, ist ja schön. Schön. Brauchen wir noch mehr Stöcker? Und noch mehr Holz? Haben wir ja zum Glück massig. Alles. So, kann ich jetzt hier so einfach so schräg gegenklatschen? Geht das? Was? Warum so weit oben? Ich hatte gehofft, dass das Ding irgendwo so in der Mitte ist, aber doch nicht so weit oben. Wer macht denn sowas? Gut, andererseits, warte mal ganz kurz, warte. Was ist geschehen? Was ist passiert? Wir haben ja noch unseren Schraubendreher. Dann verdrehe ich das Ding einfach mal ein bisschen. Schraubendreher müsste unten sein, ist ja Werkzeug. Schraube drehen, jawohl, ja. So, um die Achse drehen wir Linksklick, ne? Ne, Linksklick dreht die Ausrichtung. Hä? Was? Linksklick dreht Ausrichtung, Rechtsklick dreht die Achse. Das macht überhaupt keinen Sinn. Normalerweise würde man sagen, Rechtsklick dreht die Achse und Linksklick dreht um die Achse. Aber dreht die Ausrichtung ist. Die Ausrichtung ist doch die Achse. Oder nicht? Gut, auf jeden Fall brauchen wir doch Linksklick.
Les? Was ist das denn für eine komische Achse? Okay, wow. Ich dachte, hier ist die Achse. Dann müssen wir doch das... Könnte man machen, ja. Aber nein. Oh, das muss ich überlegen. Alter, oh Gott. Also, genau. So. Okay, ist jetzt ein bisschen sehr tief. Warum kann es nicht einfach in der Mitte sein? Ist doch so kacke. Weißt du was? Komm her. Pack dich einfach dahin. So, jetzt können wir dich um die Achse. Ah, nee, um die Achse geht der nicht. Um die Achse. Was ist das behindert? Was? Hilfe. Genau, so. Ja. Da passt es. Ja. Gott. Verrückt. Wo bin ich hier nur gelandet? So. Zurück zu unserer Papiergeschichte. Wir wollten ja gucken, was wir damit alles machen können. Genau, eine Map könnten wir tatsächlich bauen. Ausstellrahmen. Ist quasi das gleiche wie Item Frame, schätze ich mal. Genau, Kartons wollte ich ein bisschen mal probieren. Ob man damit etwas Sinnvolles machen kann oder ob es einfach nur Optik ist. Karton. Stelle ich einfach mal. Ja, man kann sogar Sachen reinpacken. Wie geil ist das denn bitte? Okay, der fliegt. Da habe ich hier so ein kleines Kartünklein. Wo man sogar was reinmachen kann. Ich meine, ich bezweifle zwar, dass das Ding protected ist, aber gut, ich meine, da ist ja bloß Karton jetzt drin, von daher. Ist sowieso eher optischer Natur. Aber schön. Sehr schön. So, mehr kann man mit Papier gar nicht machen. Ich meine, Mapkit brauchen wir nicht. Das ist bloß, um oben dieses Radar, um diese Radarfunktion zu aktivieren. Und die brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Also, habe ich da jetzt auch nicht die Muße, extra so ein Ding zu bauen. Was? Mailbox? Aber warum steht denn da Papier? Achso, weil er... Okay, gut. Egal. Das werden wir früher oder später brauchen. Genau. Japanese Door. Wenn wir unsere kleine japanische Hütte bauen wollen, wo ich noch nicht genau weiß, wo wir die überhaupt hin platzieren. Okay. Kalender. Digitaluhr aus Papier? Bitte was? Slide Door. Bewegt die sich denn auch richtig zur Seite? Das wäre natürlich richtig geil. Okay, Papier brauchen wir auch für Kabel. Wahrscheinlich haben wir auch deswegen so viel gemacht damals. Damals 1983. Namensschild brauchen wir auch. Großer Karton. Nice. Japanische Wand. Japan. Okay, viel gibt es da nicht unbedingt. Die Frage ist, ist das Ding denn auch eine Schiebetür? Weil japanische Türen sind Schiebetüren. So, japanische Tatami. Sehr geil. Also für die, die es nicht wissen, aus diesen Dingern besteht in alten, traditionellen japanischen Gebäuden der Fußboden. Das sind so eine geflochtenen Bodenmatten. Ultra weich, ultra schön. Aber auch ultra schwer zu reinigen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. So, die Frage ist, wie gesagt, wo klatscht man das Ding hin?
Weil mittlerweile ist es hier echt doch schon ganz schön voll. Könnte man natürlich gucken, ob man hier die Felder abbaut. Und hier direkt daneben das japanische Gebäudlein klatscht. So als Gartenlaube, wisst ihr? Ist natürlich. Würde das passen? Ich könnte das hier auf jeden Fall mal ein bisschen kleiner machen. Ja, haben wir denn überhaupt alles? Wir haben eine Tür, wir haben die Wände und wir haben die Fußmatten. Aber sowas wie Dächer oder sowas? Ich glaube nicht, dass es irgendwie so eine. Weil die ist eigentlich auch so extrem typisch, diese Dächer. Nee, da haben wir hier gar nichts. Wir probieren einfach mal ein bisschen rum, mal gucken, wie teuer das Ganze hier ist. Okay. Wie teuer. Na mal, hallo? Gibt es auch mal ein Ursprungsrezept? Hallo? Irgendwas? Hä? Nani? Na. Hä? Man baut japanische Wände aus japanischen Wänden. Das macht irgendwie voll Sinn, aber wie baut man bitte schön die japanischen Wände? Hä? Hilfe? Ich hab's geschafft. Yay. Okay, also Stöcker und Papier. Einfach im Zickzack anordnen. Das ist ja, okay. Mal gucken. Stöcker ist zum Glück sehr preiswert. Da würde ich sogar auch einfach mal so ein Ding hier opfern. Die Frage ist, kriegen wir daraus überhaupt Stöcker? Oder ist das so ein spezielles Holz, aus das man nur spezielles Holz bekommt? Ach, okay. Man bekommt daraus gar nichts. Gut, dann können wir das also tatsächlich wieder wegpacken. Kieferholz. Achso, kann doch direkt erstmal Stöcker hier benutzen. Da haben wir noch massig von. Und dann, ja, unser wunderschönes Papier. Dankeschön. So, dann gucken wir mal. Scheiße. Genau. Und aus dem kann man dann die ganzen anderen Sachen machen, ja? Ja, genau. Nein. Einfach mal überraschen lassen. Okay. Das heißt, wir brauchen. Halt, stopp. Ist. Gott. Hilfe. Ich sterbe. So. Alles. Wir machen mal erstmal nur 10 oder 20. Ich meine, für eine Wand alleine brauchen wir. Mache ich ihn noch richtig hoch? Oh, eigentlich schon. Japanische Gebäude sind relativ hoch. Also. Ja. Mal gut, wir machen eine Seitenlänge von 5. Das heißt, wir haben einen Umfang von ja, 20 Blöcken. Bei einer Höhe von 3 brauchen wir also 60. Danke. Brauche noch ein bisschen was. Ein bisschen Papier und ein bisschen Stöcker. Stöcker. Wobei wir hatten ja im Lager noch massig Stöcker, oder? Da können wir nämlich mal ein bisschen unsere Beete da eindämmen. So riesen Beete brauchen wir sowieso nicht. Gut, das könnte man auch hier vorne sagen, aber ich meine, wir können ja eigentlich auch mal gucken, vielleicht hier vorne irgendwo das Häuslein hinzubauen. Die Frage ist halt, wo wird das optisch Sinn machen? Eigentlich nur hier im Wald. Nur so ein kleines bisschen hier so. Abseits vielleicht. Hier so zum Beispiel. Hier ist eine schöne Fläche. Ah doch, ich glaube doch, können wir hier. Machen wir. So direkt am Bahngleis.
Gott, schwierige Frage. Nee, komm, wir bauen als, bei uns dahin als kleiner Schuppen. Ich bin sowieso gespannt, wie wir das Dach realisieren wollen. Was jetzt? Stöcker. Ein Stock. Hatten wir hier nicht irgendwo so ein Feld, wo ganz viele Stöcker waren? Oder hatten wir die tatsächlich mit zu uns genommen? Ah ne, hier ist alles belegt. Was? Alle Stöcker weg? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, holy moly. Dann sind tatsächlich alle Stöcker weg. Gut, dann müssen wir was Neues machen. Nichts leichter als das. Ach komm, du eigentlich auch direkt mal. Da haben wir dich auch weg. Noch irgendwas, was hier extra ist? Du kannst auch weg. Gut, dann fangen wir erstmal mit dem kleinen Viech an. Also das hier. Könnte nämlich sogar schon fast reichen. Wir brauchen noch 7 Stück. Wir machen erstmal nur 7 und gucken mal, wie weit wir damit kommen. So. Dann gucken wir mal jetzt ganz kurz in diese Fußmatten. Da braucht man tatsächlich Stroh. Gott. Also wieder zum Lager. Easy. Wir bräuchten mal so eine Expressverbindung von uns zum Lager. Komm, wir bauen einfach noch eine Bahntrasse. Easy. Bald gibt es bei uns mehr Bahntrassen als Einwohner. Hat jeder da seine eigene Privatbahn. So, Stroh haben wir. 1000 Stück. Okay, das sollte ein bisschen reichen. Bodenmatten brauchen wir eigentlich nur 25 Stück. Dann machen wir mal hier 2, 3, 4, 5. So, easy. Rest können wir wieder zurück. So. Sollten wir jetzt eigentlich alles haben. Gucken wir ganz kurz wegen dem Dach noch. Wie werden die Dinger hergestellt? Da brauchen wir... Also Quatsch, Mann. So. Da brauchen wir ungebranntes Terrakotta. Lehm, Kies und Wasser. Okay. Alle Sachen, die wir bei uns im Lager finden, beziehungsweise Lehm bekommen wir, die haben wir ja schon. Ne? Genau, da haben wir diese Lehmklumpen. Wir brauchen also bloß noch Kies. Kies, ich komme. Hallo? Da. So. Oh, ein Schäfchen. Hallo. Zum Glück ein wildes und keins von uns ausgebüxtes. So. Gutchen, dann würde ich mal sagen, versuchen wir mal nächste Folge da ein bisschen so rund zu basteln. Erstmal ein bisschen aufräumen, ein bisschen Platz schaffen. Und dann tatsächlich, gucken wir mal, wie wir das da so hinbekommen. Und wenn halt alles nicht klappt, dann machen wir, dann reißen wir das Ding wieder ab, schmeißen alles weg. Und bauen dann wieder Beete hin. Easy.